das ändert sich, glaube ich, heute hoffentlich noch. Dass ich nur im Training so schnell bin. Sonst wird das ein ziemlich langweiliges erstes Rennen. Wenn das erste Rennen schon langweilig ist, dann wird der Rest auch langweilig. So! Was fahren wir denn überhaupt hier? Ich glaube, ich fahre sogar noch schneller. Ich war doch schneller als 25 und das ohne DRS. Also ohne DRS bin ich auch schnell. Runden fahre ich jetzt. Aber das mag ich nicht, gerade mag ich dieses Gras, das gibt es in der Wirklichkeit noch gar nicht. Ach, wer glaubt ihr wird Weltmeister im Jahr 2012 in der Formel 1? Mich mal gerne eure Meinung interessieren, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Wer glaubt ihr wird Weltmeister? Schumacher vielleicht? Oder holt doch Vettel seinen dritten WM-Titel? Oder doch ein Silberpfeil oder ein Ferrari vielleicht? Man weiß es ja nicht. Oder vielleicht ein Kimi Räikkönen, der fährt? Würde mich mal interessieren, was ihr denkt. Wer wird Weltmeister 2012? Oh, ich werde noch ein paar Runden hier drehen. In diesem schönen Force India von Paul De Resta in Wirklichkeit. Adrian Sutil fährt er nicht mehr. Der wurde ja durch Nico Hülkenberg ersetzt. Was ich eigentlich relativ schade finde. Weil der Sutil hat eigentlich sehr gute Leistungen gezeigt im vergangenen Jahr. Mit dem Force India. Bin gespannt, wie stark Lotus sein wird. Mit Kimi Räikkönen, ob er überhaupt mit den Jungen überhaupt noch mithalten kann oder nicht. Welcher ist euer Lieblingsfahrer? Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Also hier muss man doch bei 100 bremsen. Nicht knapp bei 75. Die Reifen lassen noch nicht nach. Zumindest habe ich noch nicht das Gefühl. Ich kann immer noch schön gemütlich fahren hier. Ich tue mich meistens immer mit dem schweren Auto schwerer als mit dem leichten Auto. Also Weber ist momentan nur dritter, Button ist momentan nur vierter. Boemi hält sich tapfer da in seinem Toros auf den zweiten Platz. Also 9 Runden halten diese Reifen locker aus.
sehen. Auch Vettel ist schneller gefahren jetzt. Aber dann kann ich euch vergewissern, dann werde ich hier wohl doch nur im Mittelfeld mitfahren. Aber ich möchte natürlich so viele WM-Punkte sammeln, wie es nur irgendwie geht. Nach unseren Daten ist deine Reifentemperatur genau richtig. Sagt ihr immer nach dem ersten Sektor hier, also schade eigentlich. Aber ich brauche diese Info ja nicht, weil ich würde es selber merken. Sebastian holt alles in seinem letzten Sektor raus. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da alles raus. Aber wie gesagt, theoretisch kann ich diese 1.25.3 locker fahren. Das lässt aber doch die Reifen so langsam doch nach. Lassen die Reifen doch nach. Bei 11 Runden, was habe ich gesagt? 11 bis 13 Runden, ja, das stimmt ungefähr. Was ich hier mitfahren kann. Im ersten Sektor holt der Vettel alles raus. Und im zweiten hol ich wieder alles raus. Im dritten holt er dann noch. Okay. Das wird sehr interessant werden. Im Rennen. Ja, im zweiten hol ich auf. Und jetzt sind die Reifen aber hinüber. Damit habe ich eigentlich alles getestet und wir können eigentlich schon ins Qualifying springen. Oh. So, Button ist jetzt auch noch schon mal schneller gefahren. So, das ist jetzt noch schneller gefahren. Bin ich denn? Ah, ich bin nur noch Fünfter. Okay. Beiden ist jetzt sogar noch schneller gefahren. Also, dann werden wir das Ganze jetzt hier mit dem Training beenden und springen gleich ins Qualifying über. Du beendest die Session auf Platz 12. Gut gemacht. Kein schlechtes Ergebnis. Okay.